Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Und ich kann euch eins sagen, alle von euch, die das Spiel schon kennen, werden sich wahrscheinlich tot gefacepalmt haben, denn ich habe zwei Leuchtfeuer übersehen, die wirklich direkt vor meiner Nase quasi waren. Zwei Leuchtfeuer, meine Güte. Ich habe es mir jetzt natürlich nur auf der Karte angesehen, habe auch sonst jetzt nicht viel von dem Gebiet mir angeguckt. Ich habe jetzt wirklich nur auf der Karte geguckt, ob Leuchtfeuer da sind und wo sie sind. Meine Güte, die habe ich eiskalt übersehen. Alle beide sind sogar relativ nah beieinander und direkt auf meinem Weg gewesen. Die waren wirklich straight vor meiner Nase. Bin einfach mal schön dran vorbeigelaufen. Naja. Jetzt heißt es nur noch hinkommen und dann ist das größte Problem eigentlich schon rum. Ich weiß ja jetzt, wo sie sind. Ich werde mir trotzdem beide holen, auch wenn der Weg zum zweiten, wenn ich das richtig interpretiert habe, jetzt nicht so... Nein! Verdammt! Hier wollte ich nicht hin. Sein Mist, jetzt bin ich reingefallen. Ich wollte gerade noch sagen, ich muss aufpassen, dass ich hier jetzt nicht wieder reinfalle. Sonst habe ich ein Problem und jetzt... Das ist passiert. Jetzt habe ich ein Problem. Ah, wunderbar. Immerhin kriege ich die Handvoll Seelen wieder. So, dann hole ich von hier ein bisschen Anlauf und versuche rüber zu springen. Ja, ist mir... Wow, sag mal! Was? Dass sie mich vergiften, ist ja in Ordnung, aber... Da Drückstoß... Oh Gott. So dämlich, dass man da drüber lachen kann. Warum? Das war fies. Mensch. Dark Souls 2. Sei nicht so fies zu mir. Ich gebe mir doch schon Mühe, durch dein Loch durchzukommen. Ach, an sich ist es ja gar nicht so tragisch von dem Weg her. Das ist ja alles noch ganz in Ordnung. Ist jetzt nichts wirklich richtig Schlimmes dabei. Das Schlimmste hieran ist wirklich die Tatsache, dass man hier halt echt wegen der Fackel auf die Schildhand verzichten muss. Ich meine, das konnte im Grabmal der Riesen in Dark Souls 1 auch passieren, wenn man die Schädellaterne benutzt hat, weil man keine andere der Möglichkeiten genutzt hatte. Aber hier hat man ja gar keine Alternativen irgendwie. Kann natürlich gut sein, dass ich echt einfach was übersehen habe und ich theoretisch wieder eine Kopfbedeckung oder irgendwas kriegen könnte oder vielleicht dann einen Ring oder solche Späße. Aber im Moment bin ich halt auf diese Fackel angewiesen, weil ich nichts anderes habe. Ich will das Item, ich will nicht hochklettern. Na. So. Wahrscheinlich habe ich echt einfach irgendwas übersehen. Das würde mich nicht mal wundern. Dass es irgendeine Alternative gäbe zu dem Ganzen. Er ist schon auf der Leiter. Und jetzt ist er tot. Ach. Ich werde die Seelen, die da unten liegen, jetzt auch einfach Seelen lassen sein. Und stattdessen lieber auf schnellstem Weg zu dem zweiten Leuchtfeuer hin. Welches übrigens das mittlere Leuchtfeuer sein wird. Ein unteres scheint es gar nicht zu geben. Ich habe zumindest auf der Karte keins gesehen. Das Einzige, was ich eben gesehen habe, ist... Ich kann es ja mal sagen, das mittlere Leuchtfeuer, das tatsächlich in dem Raum mit den vielen Leitern ist. Und ich bin sehr gespannt, wie und wo ich das übersehen habe. Das andere befindet sich unten in der schwarzen Schlucht, direkt hinter dem Eingang. Da bin ich auch sehr gespannt, wie ich das wieder sehen konnte. Denn auf der Karte sah das Ganze recht eindeutig aus.
Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn ich es trotzdem übersehen hätte, denn ich bin hier so ein bisschen paranoid gerade, was dieses Gebiet angeht und versuche auf alles zu achten und sehe deshalb irgendwie nichts, egal wie offensichtlich es ist. Uiuiui. Dich kaputt, dich kaputt, dich kaputt. Und dann hier nach oben. Und jetzt wäre ich mir selbst sehr verbunden, wenn ich nicht nochmal in diesen Raum reinfalle, von dem ich dann einfach nur nicht mehr entkommen werde, weil ich dabei sterbe. Weil das alles mit so ein bisschen Rückstoß verbunden ist. So. Und du sollst sterben, bevor du explodierst. Da ist das Loch. Da will ich nicht reinfallen, deshalb gehe ich hier rüber. So. Das Schlimmste ist überstanden. Ist eigentlich hier... Ja. Euch erledige ich lieber, weil ich will den Hund wieder mit Pfeilen besiegen. Und dabei wäre es nicht sehr hilfreich, wenn ihr mir in den Rücken fallt. So. Gut, sonst ist hier keiner mehr. Hier leuchten auch überall noch Items auf. Wie soll ich denn da hinten noch hinkommen? Ups. Dich würde ich kaputt machen. So, vielleicht... Ich habe ihn auf jeden Fall anvisiert. Das macht es einfacher zu treffen. So, ich könnte natürlich einen Sturzangriff riskieren, aber irgendwie so, nö. Ich kann ihn nicht mehr anzielen. Okay, er hat mich überlistet. Also er kommt jetzt da unten raus. Treffe ich so? Ja, ich treffe so, okay. Die Pfeile fliegen zwar in einer etwas fragwürdigen Flugbahn. Der Winkel sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber hey. Besiegt ist besiegt. So. Dann gucken wir doch jetzt nochmal. Wo müsste das denn laut Karte dann gewesen sein? Ach ja, ich schalte lieber alle gleich aus. Bevor etwas Unerwartetes passiert, während ich jetzt nach dem Leuchtfeuer suche. Das ist natürlich auch die Frage, nach welcher Richtung das geht. Es muss auf jeden Fall auf dieser Höhe sein. Wenn ich das auf der Karte richtig interpretiert habe. Das Problem ist vor allen Dingen auf der Karte ist, im Spielberat ist das hier nach Etagen aufgeteilt. Was es manchmal ein bisschen schwierig macht, das Ganze richtig zu deuten. Weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, auf welcher Etage ich bin. Kann ich hier irgendwo die Wand einreißen? Irgendwo hier hinten. Vorausgesetzt natürlich, ich bin auf der richtigen Etage. Wenn ich das nicht bin, dann... Petri heil. Aber es war auf der Etage, wo auch die Nebelwand war. Leuchtfeuer, wo bist du? Moment, ich muss mir die Karte nochmal kurz herholen. Okay, da haben wir es. Auf welcher Etage müsste ich jetzt sein? Da ist die Nebelwand. Ah, ich glaube, ich verstehe. Wo bin ich? Wo bin ich gerade? Da bin ich reingekommen, da war die Nebelwand. Da. Wie gemein.
Wie gemein, dann muss man hier noch eine Wand einreißen. Und da hinten ist es. Oh Gott. Da ist es. Jetzt zünde ich doch erstmal hier die Fackel an. Um hier hell erleuchtet zu sein. Und hier ist ein Leuchtfeuer. Oh mein Gott. Hier ist ein Leuchtfeuer. Wir gehen zurück nach Majula und reparieren das Feuerlangschwert. Das hätte ich jetzt auch die letzten Male am Leuchtfeuer schon machen können, aber da habe ich nicht dran gedacht, weil ich Panik hatte, dass ich hier das komplette Gebiet durchlaufen darf. Gott sei Dank ist dem nicht so. Ach, das wird eh interessant. Ich werde mich ziemlich drauf konzentrieren. Ich werde auch das Drangleichschwert weiter benutzen, trotz allem, weil ich das Feuerlangschwert für den Boss aufheben möchte, der da kommen wird, sicherlich irgendwann. So, was kostet denn? Geht ja sogar noch. Okay, danke, tschüss. Weil ich primär natürlich auch in dieser Schlucht, in dieser schwarzen Schlucht, so hieß es genau, in der schwarzen Schlucht auch alle Statuen kaputt machen will und ja nicht weiß, ob das auf die Waffenhaltbarkeit geht. Deshalb bleibe ich lieber mal beim Drangleichschwert. Wobei, wenn ich ein bisschen auf die Haltbarkeit aufpasse, kann ich auch das Feuerlangschwert benutzen. Hm. Das ist jetzt gerade die Überlegung. Die nächste Frage ist, welche Leiter habe ich nochmal vorhin genommen und wie rum bin ich dann gegangen? Ich glaube, ich behalte einfach die Haltbarkeit viel im Auge, dann wird das schon passen. Oh! Du! Blöde Miststatue. Hui! Die da ist das. Wo kommen die auf einmal her? Die waren vorhin doch auch nicht da, als ich reingekommen bin. Na egal. Zerstören wird benötigt. Ich weiß, ich bin die erste Leiter runter. Ich weiß nur nicht mehr, ob das dann der richtige Weg war. Ich habe mich hier doch ziemlich verrannt. Auf jeden Fall kommen ja jetzt hier erstmal wieder die ganzen Typen hoch. Kommt ihr? Kommt ihr nicht? Dann kommt halt nicht. Mir egal, ich will jetzt wieder sicheren Boden unter den Füßen haben. Dann war ich hier nach oben, genau. Oh. Welche Leiter hatte ich denn hier genommen? Die linke oder die rechte? Oh Gott, jetzt geht's los. Ich glaube die hier. Oder sagen wir es anders. Ich hoffe die hier. Nein. Die hier war es nicht. Da hinten läuft ein Zombie rum. Dann war es die. Oder bin ich die hier nach unten? Bin ich. Ich meine, der Trend geht eher. Genau, hier die kaputte. Oh Gott. Das hat doch beim ersten Mal nicht so viel Fall-Damage gemacht. Meine Güte. Das hat doch beim ersten Mal nicht so viel Fall-Damage gemacht. Ups. Die Waffe leuchtet dunkel. Das ist wahrscheinlich Verfluchung. Genau, und da sind die Urnen. Ach, es gäbe hier auch Leitern, die komplett nach unten führen. Okay. Ich will mich jetzt gar nicht mit der Frage beschäftigen, wo die lang gehen, welche davon das wären. Weil kurz hinter dem... Wow, 20 Lebenssteine. Dankeschön, Spiel. So. Wenn ich das hier gezielt mache, dann brauche ich nur eine. Ja, da komme ich schon durch. Oh, ich komme gerade so nicht durch. Ich krieg die bestimmt nicht mit Pfeilen kaputt. Dafür bräuchte ich dann schon Durchdringungspfeile, sowas wie die Eisenpfeile oder so. Ich ganz vorsichtig bin. Gott, nein, da brauche ich... Moment, ich hab doch extra für sowas diese langen Speere dabei. Da die Pike, die war doch so lang. Ja. So ist das gut. So. Dann will ich da runter.
kann ich den Schild jetzt eigentlich auch anlassen, weil jetzt geht's eh nur da Richtung Nebelwand. Die leuchten da mit ihren grünen Augen. So. Nee, ich werde die Fackel anzünden, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich sonst die Stelle mit dem Leuchtfeuer wieder übersehe. Die muss nämlich direkt am Eingang sein. Und zwar irgendwo links. Muss es durchgehen. Irgendwo hier links muss ein Durchgang sein. Da. Oh Gott, da bin ich eiskalt dran vorbeigelaufen. Ich bin stolz auf mich. Oh. Erstmal rasten. Will ich die Fackel jetzt noch weiter benutzen? Ich versuch's mal, ob ich ohne klarkomme. Nein, komme ich nicht. Nein, es ist dunkler, als ich erwartet hatte. Da habe ich keine Chance. Gott, was ist das? Loch übrigens Kopf. Nee. Okay. So viele von den Vergiftungsstatuen wie möglich muss ich jetzt zerstören. Bevor dasselbe passiert wie vorhin. Wobei ich ja jetzt immerhin einen Weg zurück habe. So, und hier muss ich jetzt mal ein bisschen... Nein. So, damit ich hier schnell durchswitchen kann. Okay. Ihr guckt nach oben, aber trotzdem traue ich euch nicht. Du guckst in eine gefährliche Richtung. Ihr guckt alle so ein bisschen in eine gefährliche Richtung. Ich will so viele davon zerstören, bevor ich zu nah an die Löcher rangehe. Und die hat mich gerade angeguckt. Oh, das wird interessant. Die gucken sich gegenseitig an. Die eine zerstören, ohne von der anderen vergiftet zu werden. Das wird spannend. Wow. Da hat die hintere mich noch vergiftet. Vielleicht kann ich wenigstens die noch kaputt machen. Ja. Noch kommen die Hände auch nicht raus. Das finde ich gut. Da hat wieder... Ah, die da. Die hat geschossen. Die guckt hierher. Vielleicht kümmere ich mich erstmal schnell um die drei da. Ach, der Wurm kommt. Der war ja auch ganz nett platziert, wie der einfach mitten im Weg auftaucht, während ich fliehen will. Und da bin ich vergiftet. Guckt euch das Vieh da hinten an. Okay, wenn ich jetzt daran trete, werden die Viecher kommen. Nein, aber vergiftet werde ich. Okay, ich habe ja schon gut was zerstören können jetzt. Dann locke ich mal den ersten Arm an. Komm her. Laufende Arme. Oh Gott. Eine von den Dingern hat mich getroffen. So. Ah, die da hinten stehen natürlich alle denkbar. Scheiße. Ungünstig. Moment, hier am Boden schießt auch noch die da. Die da am Boden. Ah. Das hat jetzt eine kleine These von mir bestätigt, und zwar die, dass die Dinger nicht erst spawnen, wenn ich reintrete, sondern schon, wenn ich in der Nähe stehe. Das war jetzt der kleine Versuch, wie genau die Hände funktionieren. Da ist auch noch keiner rausgekommen. Es ist nicht in jedem Tümpel eine Hand drin. So viel dürfte sicher sein. Oh Gott, die da oben spucken auch an. Die komme ich gar nicht ran. Das ist fies. Das ist mies. An die da oben komme ich nicht ran. Die da am Boden liegt, ist auch denkbar ungünstig. Und da kommt noch eine Hand. Okay, in den drei Löchern sind Hände drin. Oh, aber die
verschwindet, okay. Moment. Die Fackel, das gerade... Ich kann die anzünden. Haha. Sterbt all ihr Hände. Sterbt. Ups, nein, ich wollte einen Lebensstein benutzen. So, und auch da. Stirb, Hand. Das tut jetzt natürlich weh, aber hey. Lieber das bisschen Feuerdamage. Und da bin ich vergiftet. Ich stehe hier ein bisschen ungünstig gerade. Oh Gott. An die da oben komme ich echt nicht dran. So. Das war dumm. Ich habe vergessen, dass ich hier keine Anzündedinger habe. Oh, aber der... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, der interessiert sich nicht für meine Pfeile, aber doch tut er. Aber er scheint hier nicht ranzukommen, wenn ich hier stehe. Finde ich gut. Dann will ich ihn gleich mal töten. Das will mir alles ganz, ganz gut gefallen hier gerade. Aua. Ach, die da. Oh, da ist noch ein Wurm. Die Statue muss ich auch gerade nochmal ausschalten. So. Wie geht das giftige Moos aus? Glücklicherweise habe ich notfalls dann auch noch Lebenssteine, um gegenzuwirken. Okay, heben wir das noch auf. Und das. Lebensreste. Und eine Fackel, okay. Okay, dann würde ich aber sagen, bevor wir hier weitermachen, werde ich hier erstmal, hoppala, den Part beenden. Hier dürfte ich jetzt relativ sicher stehen. Immer an die Seite, nicht, dass da noch so ein Vieh rauskommt. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's erstmal für diesen Part. Im nächsten Part gucken wir uns hier weiter um. Wenn es euch gefallen hat, dann seid doch auch das nächste Mal wieder mit dabei. Und ich sag jetzt einfach mal Tschüssikowski, euer Pagu.